Und glaub mir, es ist vollkommen ohne Arroganz, es ist rein das, was du merkst, weil die zwar auch blöken, aber nicht blöde herblöken, die sind halt einfach das, was sie sind. Und alle anderen sind so normale Menschen sind so voller Hass. Das alles, was du merkst, dieses Zorn, das, was die immer, der Schrei, die wollen alle ihre Gerechtigkeit. Denen ist gar nicht bewusst, die schreien alle nach Rache. Ja, stimmt. Von wegen verzeihen oder vergeben. In jeder Kleinigkeit, ob das Diskussionen sind oder Schwule. Ich sage immer, da habe ich jetzt irgendwann eine E-Mail, einen Verzweiflungsbrief, schreibt mir eine Mail, macht auch Holofeeling. Und sagt, Uwe, ich kann nicht mehr, ich bin hier. Und ganz schlimm, ich studiere Holofeeling, sagte, ich bin dermaßen ein nervliches Wrack. Mittlerweile nachts schöpfe ich mich auf unbewusst. Und die große Problematik ist, sagt, ich bin schwul. Und es ist doch hier in allen heiligen Schriften im Koran, heißt das schwul, Sünde ist und so weiter und so fort. Und der macht sich fertig bis zum es geht nicht mehr. Und dann wollte ich, war ich so verzweifelt, habe ich gesagt, Skype-Nummer geben, er soll mich anschreiben, weil da will ich nicht ewig schreiben oder was, sondern reden mit ihm. Und dann ist immer wieder, was ich euch in einer Geschichte mit meinem Erich, das ist jetzt wieder eine raumzeitliche Udo-Geschichte, und ich wohne immer wieder, wenn ich Udo-Geschichten aus der Vergangenheit mache, es geht nicht um den Udo, ich kann euch eine Christus-Geschichte oder ein Märchen erzählen, es geht um die verstehende Metapher. Auch wenn ich sage immer, wirklich, was ist wirklich? Das ist eben, was ich live erlebt habe, in meinen 17 Jahren, wo ich in den Laden war. Ich hatte ja eine rechte Hand, nenne ich jetzt einfach meinen Erich, und der war ab 81 bei mir, und der hatte dann am Schluss einen Prokurator, der hat meine ganze Buchführung, Geld, alles, ich habe mich wirklich nicht darum gekümmert, der hatte mein vollstes Vertrauen, das er auch nie missbraucht hat. Ich sage, Erich war wie die rechte Hand von mir. Und was ich euch jetzt sage, in den 17 Jahren, wo ich im Laden war, wo wir praktisch 6 Tage die Woche in einem sehr kleinen Raum von morgens bis abends zusammengesessen sind und wir charakterlich sehr unterschiedlich waren. Ich war immer das positive Denker und er der negative Denker. Aber was hier das Entscheidende ist, ich wüsste in den 17 Jahren nicht eine einzige Woche, wo er mindestens 1-2 Mal auf dem Klo war und hat gekotzt, weil er hat an einer schrecklichen Migräne gelitten. Das ist, wo ich kenne, der hat ein bisschen eine Krankkopfweh, er hatte so massiv Migräne, dass wirklich in den 17 Jahren mindestens 1-2 Mal in der Woche vor Schmerzen, Migräne-Schmerzen gekotzt hat, wo ich dann oft gesagt habe, Erich, geh doch heim, und sagt, das ist immer wieder, er sagt, Udo, ich habe daheim genauso Migräne, da wenn ich was mache, werde ich wenigstens ablegen. Also es ist nicht um Jammern gewesen, es war, und er hat eine Tyrannei gemacht, er war dann auch in den 17 Jahren 2 oder 3 Mal musste auf Tabletten hinzug, weil er sich mit Tabletten zugemacht hat, dann ist er natürlich von einem Heilpraktiker, von einem Arzt zum anderen, dann hat ihn einer eingeredet, das ist ein Diplom, dann hat er sich, obwohl die Zähne total in Ordnung sind, alle Zähne rausreißen lassen, weil er war, Amalgamplomben drin waren, dass das gemacht wurde. Er hat natürlich nichts geholfen, er konnte nichts essen. Der Wiener Bratwurst, der hat es geliebt. Ich sage, wenn es nur anschaut, kriege ich Migräne, weil einer hier mit das gesagt hat, die Migräne kommt von dem, die Migräne kommt von dem. Also eine Hölle, ein Leben 17 Jahre lang Hölle. Der war verheiratet, hat dann 2 Kinder gehabt, hat ein wunderschönes Häuschen gebaut in der Zeit, wo er bei mir war, hat er super gut verdient. Also nicht auch erst dann, wo die Firma sich aufgebaut hat, aber der hat ziemlich am Anfang mit aufgebaut. Und wie ich mich dann geoutet habe, ich mache jetzt das ganz kurz, wo ich sage, ich bin der Menschensohn. Und ich habe immer gesagt, Erich, sei das, was du bist, leb das und scher dich einen Dreck, was die anderen von dir denken. Hat er sich auch geoutet und sagt, Udo, wenn du jetzt da bist, und das war natürlich nicht so einfach, und das will ich ja mich jetzt nicht im Detail verlieren, aber was hier das Entscheidende ist, war mein Erich, dass er sagt, Udo, ich bin schwul. Jetzt müsst ihr noch dazu wissen, er war verheiratet, 2 Kinder. Er hat auch lange Zeit, sein Vater bei mir auch gearbeitet. Das war seine Migräne. Das nicht Augen. Hör zu, ich komme noch dazu. Sein Vater hat auch ein totaler Spießer, der hat auch bei mir dann 5 Jahre in der Zeit gearbeitet. Will ich auch nicht gehen, der war ziemlich hoch. Wir hatten in Weißenburg die Quellische getanzt, die Fahrräder. Da war der Werksleiter für die Nähmaschinen, Victoria Nähmaschinen. Und dann haben die das Werk in Weißenburg aufgelöst, also lange bevor jetzt die Quelle kaputt gegangen ist, aber das Weißenburger Werk wurde aufgelöst. Und dann war er gerade so an der Kippe. Und dann haben die gesagt, weil der Werksleiter war, dass er auf Nürnberg muss. Und dann haben die ein Prüfersystem gemacht. Und dann haben sie eine riesen Abfindung gezahlt. Und da wollte er nicht. Und dann hat er gesagt, kann er bei mir im Labor mitarbeiten, weil der durch Nähmaschineningenieur und so Werksleiter super war. Und der Erich und sein Vater, die waren eigentlich fast wie Fremde, da war so ein Feindbilder, wenn, aber nicht gestritten, aber da hast du gemerkt, das ist nicht eng. Und dann hat er die Erich gebaut und es war immer mit der Migräne des Augen. Und dann, wo er dann sagt, ich bin schwul, ich weiß seit meinem 16. Lebensjahr, dass ich schwul bin. Und es hat dann halt geheiratet, 2 ganz toll erzogene Kinder, die mittlerweile auch weit über 20 sind beide. Und da ist auch stolz drauf, super erzogen, super Haus, super Verhältnis.
Aber was die Schwierigkeit war, er hat mit aller Gewalt das, was er ist, nicht sein wollen. Und er sagt, ich weiß seit dem 16. Lebensjahr, Udo, ich sag dir jetzt mal, wie das ist. Ich weiß, du bist der hundertprozentige Hetero. Sucht sich ja keiner raus. Wie die Augenfarbe, du dir das nicht raussuchst. Und ich muss dazu sagen, mein Erich ist nicht so ein Schwuchtel, wo du von 10 Meter siehst, dass er so ein Schwuchtel ist. Der ist richtig männlich. Er war die männliche. Rein von der Physiognomie, typisch schwul. Aber überhaupt nichts Schwuchtliches. Aber was jetzt hier das Problem ist, dass, jetzt, dass mir das klar geworden ist, wo er sagt, Migräne ist verdrängte Sexualität. Und er sagt, um eins klar zu machen, wenn du jetzt hetero bist, als Mann, ich könnte auch sagen, als Frau umgedreht, nicht bi, auch wenn ich sage, Andreas, ich möchte jetzt mit dir nicht schmusen, mit einem Zungenguss, obwohl ich dich unheimlich sympathisch empfinde, wenn ich hetero bin, ist das irgendwie, habe ich ein Ege. Widerstand, ja. Es gibt dann immer, ich suche mir meine Programmierung nicht aus. Okay, ich habe jetzt kein Problem, mir zwei Frauen vorzustellen, die küssen, wo man meine Frau wieder auch als hetero sagt, boah, das ist ja eklig. Die hat aber kein Problem, zwei Männer sich vorzustellen, die küssen, weil ich sage, da stehen mir die Haare zu Berge. Wobei ich viele bekannte, ich habe da nichts dagegen, das sind ganz, ganz nette Akkurate, aber es ist nicht meins. Das ist einfach sein und sein lassen. Aber jetzt, wieso erzähle ich euch das? Er hat dann zu mir ganz einfach gesagt, du, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, meine Frau hat manchmal auch Bedürfnisse. Es ist für mich ein unendlicher Ekel, bloß meine Frau anzufassen und ich muss das alles spielen. Du frisst alles in dich rein, dass das nicht ganz durchkommt. Es ist alles, sobald meine Frau mich anfasst oder was, ist ein Ekel von mir, ich kann es nur beobachten. Ich kann nur feststellen, es ist so. Ich habe es mir nicht rausgesucht. Und dieser Zwang, normal zu sein, und es war dann dazu so, wie er dann hier, wie er sich dann geoutet hat, jetzt pass genau auf, dass einfach sagt, es muss raus, wo dann alles wascht war. Ist hochinteressant. Er hat das erste Mal in 17 Jahren, 6 Wochen am Stück keine Migräne mehr gehabt, von einem Dorf auf den anderen. Ja, das kann ich vorstellen. Schockheilung. Und dann war es auch hier, er hat dann einen Freund kennengelernt, der ist ja dann in die Schweiz dann gegangen. Was es ist mit dem Haus und sein Vater, der wie er gebaut hat, das ist das Haus, das Grundstück, hat er von der Oma geerbt, das ist neben dem Haus vor seinem Vater gewesen und da waren die Enkel natürlich, die nur über den Zaun laufen mussten. Und dann war dann doch wieder der Alte, wo es dann hier, wo er sagt, hier, er will weg, er sagt zu seiner Frau, sagt er, pass auf, du suchst dir das auch nicht raus. Und es ist, ich will nur weg, sagt er, ich kann jetzt aus das Haus mit den Kindern. Ich überschreibe euch das Haus komplett, es war schuldenfrei, ich will überhaupt nichts. Dann sagt sein Vater, wenn ich sich einmische, der dann irgendwann nach einem Job sagt, hey, du kannst doch nicht und hier und auch jetzt immer dann doch wieder das so, du kannst dir ja das Haus nicht schenken. Da sagt er, du pass auf, was nützt es, wenn ich jetzt das verkaufe? Ja. Dann muss er wegziehen. Du hast jetzt deine Enkel, wo du total auch ein gutes, er war stolz auf seine Enkel, die könnt über den Zaun, ihr seid eins. Wenn ich jetzt sage, ich will da möglichst viel für mich rausholen, da müssen wir das Haus verkaufen, da müssen die Enkel wegziehen. Sag ich, es ist mir vollkommen wurscht, sagt er, die kriegen komplett das Haus, ich will nur raus, dass die da bleiben, dann hast du deine Enkel weiter und ich weg. Und das ist dann hochinteressant, wie das umkippt auch. Der hat sich ja übrigens keinen Streit, wo dann, die waren dann mit den Enkeln, mit der Frau auch in der Schweiz bei ihm, bei seinem Freund, wo dann die Frau noch sagt, also, wenn der nicht schwul wäre, wird der mir auch gefallen. Ja. Ist ja so ein netter. Es nützt ja nichts. Ja. Engagiere dich, sei mit dem einverstanden, was ist. Genau. Ja, man kann Streit oder was gehabt. Es ist nur einfach die Lüge, ich kann nicht anders. Ja. Und du bist immer wieder, und solche Ehre, jetzt mach dir mal Gedanken, wieso ich immer wieder gesagt, such in dir, was du bist und sei das. Und schäle dich an Dreck, was die Menschen von dir denken. Und das ist immer wieder das Anpassen. Ist nicht die ganze Jugend, die ganze Mode, ob das Zungenpiercing ist, dieses ganze Nachäffen, will man nicht immer dazugehören? Dass du alles magst und die Leute lächeln immer wirklich. Ich sage, wenn irgendeiner, aus welchem Grund auch immer, bei jungen Leuten sagt, du musst dir Scheiße ins Gesicht schmieren. Ich glaube mir, die spielen sich Scheiße ins Gesicht. Und wenn du sagst, das ist unmöglich, jetzt nimm das Zungenpiercing-Beispiel, ist doch noch krasser mit den Dus, wo jeder so geil findet und ihn findet und er will das haben. Ihr kennt mein Zungenpiercing-Beispiel, ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen. Wo ich dann immer wieder dazu sage, was die meisten nicht registrieren, dass die, das leuchtet jeden ein und ich sage, 99% von dem, wo du dich jetzt treibst, wo du als richtig und verkehrt ansiehst, ist auf demselben Mist gewachsen. Das gefällt es nicht auf, dass du einen total dunklen Fleck. Und das siehst du erst, wenn du wirklich neben dir stehst und dich selbst so beobachtest wie einen Fremden. Ja. Aber wenn du diese Beobachtungsgabe hast, ist dieser Beobachter schon was anderes wie das, was du beobachtest, dann bist du mit einem Bein schon aus diesem alten System draußen. Und wie gesagt, das kann man nur alleine machen. Da hilft dir kein Guru, kein gar nichts. Es ist nur die Neugier. Ja.
Und immer wieder dieser Weg erfordert nicht an der Traumwelt, was verändern zu wollen. Es wird bloß plötzlich ein Geist, der wirklich sich bewusst ist, es ist bloß ein Traum. Das ist das Neue. Geist. Macht wieder frei, ne? Ja, weißt du, irgendwann kapierst du auch, ich will mich nicht mehr anpassen. Ich will es nicht mehr. Nee, ich bin einfach, ich will das, was einfach ich der bin, sein, der ich bin. Richtig. So, Ende. Ja, es ist so. Und du musst dich ich ja nicht mit dir erreichen oder was halt bleiben. Das ist, auch nicht mehr. Lässt du einfach mit dir und man hält sich einfach raus. Ja. Ich kenne doch, ich stehe auf Sprichwörter, sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Gleich und gleich Gesetzlichkeit. Ja, ja. Deshalb sind wir ja auch ganz zusammen. Ne? Und dann bilden sich die Grüppchen und all das Zeug. Das ist immer Arroganz, immer mit Parteilichkeit. Mhm. Und das, wo ich dann wirklich das Allumfassende verstehe, das macht mich meistens allein. Es ist sehr verstreut. Ja. Und das Schöne ist, umso mehr das Bewusstsein wächst, hast du kein Problem mehr damit. Ja. Ja, ich sehe das jetzt, ich kann das total nachvollziehen. Weil ich merke, ich bin alleine. Es entwickelt sich, dass ich richtig glücklich mit mir bin. Ich fange langsam an. Mit mir wirklich denke ich, bin ja toll. Immer mit mir alleine. Ich kann jetzt die Handvoll Leute immer wieder älter, wo ich jetzt auch die das immer mehr checken, die sagen alles dasselbe wie du. Ja. Wenn wir jetzt Raumzeit und so sagen. Ob du hier dich mit meiner Inge unterhältst am Bodensee, ob du mit Idonis, die Feddings, die Normen, die fallen nicht, dass die besser sind. Die du jetzt denkst, sind weniger, wie du weißt, Gedanken sind. Mhm. Aber du wirst merken, würdest du auf die treffen, wenn du sitzt, du meinst, du kennst die schon länger wie die besten Freunde und Bekannten, wo du zusammenlebst, weil es irgendwie, ohne dass da was gesprochen wird, du meinst, es schwingt auf demselben Verstehen. Ja. Das ist das, wo ich sage, hier ein Herz und eine Seele. Ja. Und dass hier bildfremde Leute in dir auftauchen, die dir innerhalb von 5 Minuten rein dem Geist 1000-mal näher stehen wie das, was du vorher Geschwister oder Eltern genannt hast. Sind diese Blutsverwandtschaft, die Affenverwandtschaft, ist dir so unendlich fremd. Das Einzige, was dich zwingt, ich habe zu meiner Frau mal zu meiner Frau gesagt, mit ihrer Schwester, wo sie ewig nicht gesehen hat, aber das war so, wie es zu mir gekommen ist, die ersten 4-5 Jahre, die hat, ist kein Tag, wo sie nicht eine Stunde oder anderthalb Stunden mit ihrer großen Schwester telefoniert hätte und wie dann ihr Vater gestorben ist, wo es dann hier diesen Eklat gegeben hat, ich habe das nur angeschaut, wo sie gemerkt hat, dass das eigentlich nur eine extrem geldgeile Schlampe ist, dass ihr das so bewusst worden ist. Und wo ich dann nochmal genau im Satz, wo ich gesagt habe, pass auf, wenn du jetzt deine Schwester nicht kennen würdest und die wäre jetzt einfach nur irgendeine Frau, zum Beispiel in Almenau oder so, wo wir unterwegs waren. Und dann hat sie spontan gesagt, mit der möchte ich kein Wort reden, die wäre mir total unsympathisch. Ich sage, wenn du das jetzt erkennst, wieso hast du mit der über Monate, über Jahre, fast jeden Tag 1,5 Stunden telefoniert. Weil das Dogma war, das ist meine große Schwester, die ihr ganzes Leben hier die kleine, nicht jetzt traktiert, sondern angeleitet und manipuliert hat. Mhm. Das war so dieser Befreiungsschlag, dass ich eigentlich sage, wenn jetzt nicht das Wissen da wäre, dass meine Logik mir sagt, das ist meine Schwester, was man auch immer mit dem Begriff verbindet, ist die mir so unendlich fremd. Ja. Die ist im ganzen Wesen, im ganzen Charakter komplett anders wie ich. Und dann sind wieder wildfremde Leute, wo du irgendwie sagst, boah, jetzt wollen wir ohne Worte, jetzt wollen wir sie ewig in der Schwingung legen. Ja. Und das ist deswegen doch ein Herz und eine Seele. Aber Udo, Frage, du hast vorhin das Wort Migräne erwähnt, ne? Über das Wort jetzt, also zu dem Problem vorzudringen, wie liegt das, ob man, wenn man das Wort Migräne... Immer, pass auf, es sind viele, doch immer die allererste, wenn was klingt oder gleich klingt, ist MIG. Ja. Ist immer mach es erst die Gestalt gewordener Geist. Geist. Jetzt mach dir mal bewusst, richtig. Reden wir vom Roten oder vom Blauen. Ja. Okay? Ja. Jetzt ist das Gräne, das GR ist immer, jetzt hast du mal ein Reis, immer je nach Wörterbuch. GR heißt oft, Mama steht im Wörterbuch ein Fremder. Das ist extrem falsch übersetzt. Es ist im Gesenius ist immer ein Reisender, ein Reissehender, wie ich das immer mache, in den Spiegel sehender, der in der Fremde übernachtet. Brasilit, sie ist fit drauf, das Langenscheid. Ich habe das schon auch im Kopf. Aber du merkst, dass das, darum sage ich, ist einmal wichtig, Gesenius und dann Spiele. Und was jetzt hier ist, was zum Beispiel ein Riesenkick war, hat seine Erkenntnis beim Ton. Ich mache nur so Tipps, wenn du wirklich Spaß hast. Das Erste, wenn das einer macht, weil er meint, es bringt ihm was, dann lass es, das ist Kaufmannsding. Wenn du merkst, das macht irgendwie, ist das geil. Wirst du was Freude machst, dann lernst du. Ja. Du lernst, weil du aus Freude machst. Ja. Und jetzt ein ganz schwerer Tipp.
Versuch dir niemals was zu meiden. Genieß in dem Moment, wo du schaust, wo du das erkennst, lass auftauchen und wieder reinfallen. Du wirst sehr oft was wiederholen, dann ist es noch, aber irgendwann Sachen, wo du zigtausendmal noch, tausendmal nicht, aber hunderte Male dasselbe Wort noch schaust, wo du schon warst, du hast es nachgeschlagen. Und ich sage immer wieder, du warst da noch genau, wenn ich ihn Langentscheid nehmen, dass wenn ich es aufschlage, ist es auf der rechten Seite in der Mitte irgendwo in der Mitte. Das war, weil du schon zehnmal nachgeschaut hast und du warst wieder nicht, dann schau halt nochmal nach. Dann spielt es keine Rolle, wenn du es wisst. Kennst du? Oder kenne ich dich? Ist so, ne? Und das ist also hier das Erste und dann wirst du flexibler. Und was jetzt beim Doni, das ist ein Tipp, ich habe einmal reingestellt in ein Update, wenn ihr es nicht mehr habt. Müsste man es einfach sagen, das ist das Wurzelwörterbuch von Schaeffler. Ja. 1700 etwas, ein dicker Oschi. Ist althochdeutsch, du weißt es noch? Ja. Und das, ich glaube, wenn du euch da reinlest, ihr habt eine Freude ohne Ende. Das ist über. Das kannst du haben. Sie hat das Wurzelwörterbuch, ist eine PDF-Datei. Also altes Buch auf Faksimile. Ich habe es aber nicht als PDF-Datei. Ich habe es noch als an und konnte dazu. Ach so, was? Ich habe es nicht als PDF-Datei. Das gibt es nur als PDF. Nee. Das gibt es nur als PDF. Also, na, vielleicht doch. Auf 100%. Das gibt es nur als PDF. Ich habe es ausgedruckt und das muss dann irgendwie PDF ausdrucken. Das Ausdrucken ist ja so dicker. Der Toni hat dann hier im Nachhinein, wo ich sage, der hat das ausdrucken lassen, zweimal binden lassen. Das ist für mich wie ein Bibel, das ist ein so dickes Buch. Aber darum geht es gar nicht, das musst du nicht machen. Wenn du die Partei hast, nimm die PDF auf, wenn nicht, ruf mich an, dann schicke ich sie dir. Also schick mir Mail, dann schicke ich sie dir. Und pass auf, was du jetzt machen musst, und das ist jetzt, Toni hat es mittlerweile zweimal durch, das 800-Seiten-Buch, das hier, die Bibel, das ist jetzt natürlich auch hier, was du wieder Sachen finden, Übersetzung, das Wurzelwörterbuch heißt es. Ich habe Wochen, Monate nur der Liliane ihrer Zettel studiert. Ja, pass auf, das Wurzelwörterbuch, und das ist jetzt nur, was entscheidend ist, dass das eine andere Einteilung ist, das ist nicht alphanumerisch, sondern das sind einfach, das wird eingeteilt in, sagst du mal, über Seinzustände, über Bäume, über Tiere, über das sind so in Themen. Und dann sind immer wieder, und ich sage immer wieder bei den alten Büchern, wie bei mir, wenn du Wörter suchst, es ist immer wieder bei Sachen, dass oft das Hebräische ein Zahlendreher drin ist. Das kriegst du aber dann schon mit, wenn du es nicht findest. Aber das ist jetzt wie im Gesenius, dass hier immer ein Begriff ist, auch Elohim, Jahwe, Jah, das sind die Seinszustände, was das bedeutet, dann die Tiere. Alles, was an Tieren ist, an Pflanzen, ist immer mit Erklärungen, immer mit Auszügen und mit Bibelstellen, so wie im Gesenius, wo das ist. Und wo der Toni angefangen hat, wo die Freude war, dass er sagt, ich schaue jedes einzelne Wort im Gesenius und im Langentscheid nach und der hat dann noch das alte aramäische Wörterbuch. Ich habe da alle Zeit der Welt. Ich schaue zuerst einmal in allen Wörterbüchern nach, dann hat er hier diese Online-Bibel, wo ich drin habe, die es aber so nicht gibt, also die in der Form, die gibt es zwar noch kostenlos, aber nicht mit der Hebräisch-Zusatz. Aber jetzt habt ihr ja den dennoch, oder früher, was natürlich mühselig ist, hier die Interlinear-Bibeln, wo man dann im Original nachsteckt, aber mit den dennoch geht es das einmal schnell. Und jetzt ist, wenn dieses Wort ist und das ist eine Bibelstelle, dann mach dir die Mühe, dass du jede einzelne von dem Dickbuch, jede einzelne Bibelstelle, wo ein Wort erwähnt wird, auch einfach im Computer geht es so schnell, zack, 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 nachschlägst und dann den Vers drumherum liest. Du wirst manchmal meinen, dass du ein ganzes Kapitel liest, weil das interessant ist und schau dir das ein wenig genauer an. Und dann machst du das ganze Wurzelwörterbuch durch und dann wirst du wieder einen Kick kriegen und das ist immer wieder alles letztendlich landet auf das, was ich euch im einfachen Worten sage. Wenn es Spaß macht. Und der Toni sagt mittlerweile, ich habe jetzt das schon zweimal durch und es ist jedes Mal anders. Und dadurch wird der Geist beweglich. Und wo ich hier, du sagst, da wirst du noch mal raus, die Schönheit, die ich in diesen Zeichen empfinde, habe ich noch nie gehabt in einem Berg oder in der Natur, weil das eine komplett andere Qualität ist, weil die Natur ja auch noch mal im Hintergrund ist. Und das ist der Geist, das wo ich sage, du siehst durch die Dinge hindurch. Ja. Das ist wie bei euch erkläre, was ich heute, was wir haben eigentlich mit dem Dach ausgedacht, das Dach, der Dachziegel, Leben, jetzt kann man noch sagen, oben drauf, der Giebel, der Kamin und immer dieses Schwingen, dass das Geschichten in Geschichten sind, die du entfaltest durch die Worte, die du immer deutsche Deutsche. Und es ist rein dieses Göttliche, das zu erkennen, ist schön. Kann man mich immer mit mir beschäftigen, du hast keine lange und dann sagen wir dann, das wirst du nicht wissen. Du weißt, jetzt auch du, ich weiß, jetzt du aber du spielst mir auch so gigantische Sachen ein. Und ich denke, Wunderbar. Ganz wichtiges. Das ist immer wieder der Ding, das ist der Hammer, was du mir einspielst. Das ist aus dir und du kannst es ja keinem mehr erklären, weil das kann der normale Mensch nicht nachvollziehen. Genau. Das ist, wo ich sage, Wunder sind was Intimes. Und wenn du die Rate hast, und da hast du auch nochmal das Bedürfnis an,
das zu erklären, wobei du nicht müde wirst, du merkst es an der Ego, die Schönheit, wo du dran hast, die mitzuteilen. Ja, das ist doch eine Freude. Aber rein, dass ich so viel Freude habe, dass ich die mitteilen will, aber überhaupt kein Bedürfnis, an meine Freude aufzuzwingen, wenn das nicht haben will, ich habe da kein Problem damit. Naja, da habe ich, hab ich schon noch ein Problem. Weil ich habe dann die Freude und möchte das jemand mitteilen, rufe ich den Marion an oder die Romy, ist ja weniger, aber der Marion, finden wir dann meistens. Also es ist so eine Freude, wenn ich das, da denke ich, Vater, unglaublich, wie du die Schöpfung gemacht hast. Das ist so eine Freude in mir, ich und die möchte ich dann mitteilen. Zu glauben, dass was verkehrt läuft, wie man schon sagt, zu sagen, ich glaube an Gott und im selben Gott im Moment vorwerfen, dass er scheiß Schöpfung Das ist so ein Widerspruch in sich selber. Und ich sage, die Schöpfung ist nicht scheiße, die ist göttlich perfekt. Du weißt bloß noch nicht, was die ganze Schöpfung ist. Du verwechselst das, was du dir ausdenkst, mit meiner Schöpfung. Ich will dich nicht verführen, weil ich bin jetzt gleich schlafen. Oh ja, was sind wir denn in der Zeit? Nee, das sind wir nicht. Ich gehe schlafen. Ihr müsst ja nicht besser losstürzen hier. Ihr könnt ja noch dort machen. Alles gemacht, geraucht, getrunken, alles. Alles probiert. Probiert habe ich auch. Aber das ist das Schöne, wenn man so viel probiert hat, weißt du, man kann es irgendwann ablegen, aber man hat es gemacht. Geraucht, getrunken, alles. Du bist auch heute brauchst du nicht mehr. Also wenn ich schon. Ja. Brauchst du immer noch. Ja. Dann schluckt dich nicht an, auch wenn du eine hast. So ist es nicht. Nein, aber weißt du, wie ich es meine? Und was ist mit den Ehepaaren? Die müssen sich dann trennen, damit sie alleine sind, oder wie? Ein Ehepaar ist wie eine rechte Hand. Wenn du ihn anschaust, schaust du dich an. Du machst doch immer wieder. Das ist immer wieder die Tasse. Ihr schaut dasselbe Ding an. Okay? Und jetzt ist es, du sagst, der Händel ist rechts, er sagt, der Händel ist links. Es ist dasselbe Ding. Jetzt machen wir es weg. Schau ihn an. Er sieht sich von der anderen Seite. Aber jetzt machen wir das andere. Das Ding ist der Geist. Das ist die chemische Hochzeit. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich, dass du es nachvollziehst. Du bist jetzt der Geist. Marion, und pass auf. Werden lassen. Wie ist es nochmal, wenn du mir dein jetziges Leben, das heißt dein jetziges logisches System, dein Leben bei dir, wenn du mir das schenkst, bleibt eigentlich kannst du mir das nicht zurückgeben, das heißt ja von mir das Fehlerhafte, dann kriegst du von mir ein neues Leben, eine neue Logik. Aber es kommt was Eigenartiges, was ein Logiker, ein Realist nichts wissen will, es erfordert plötzlich das Vertrauen auf etwas, was dein derzeitiges Vorstellen von mir übersteigt. Das ist Glaube. Und ob du das jetzt Gott oder Allah, solange du da schon selektierst, ich glaube an ihn, nicht ich an Gott. Allah ist Gott, Jehova ist Gott. Nein, Jehova. Jahwe heißt es. Nein, das heißt Jehova. Und dann gehen die Streitgespräche schon los, ob man das Jahwe oder Jehova ausspricht. Und dann hast du wieder welche, dass das der Satan ist. Das ist das absolute Perverseste. Der befiehlt doch schlacht die. Und du merkst, es ist so ein, das ist so unendlich geistlos. Und solange du dich darüber noch auf, man kann doch drüber lachen. Aber jetzt pass auf, aber das Verrückte ist. Glaube ist letzt- doch auch das Glauben. Eben, das geistige Laub, das fällt immer mehr von dir ab. Ach so. Okay, das fällt immer mehr von dir ab. Darum sage ich ja immer, es gibt ja zwei hebräische Wörter für Ende. Die Katz, Katz, der Ende, Katze, Katze und Esof. Und jetzt ist immer wieder, dass ich hier erkläre, dass beides mit Ende übersetzt wird. Wobei, wenn du in die Wörterbücher schaust, das Sof, sagst du mal, Sof ist SP. Das ist raumzeitliches Wissen. Und das Sof zum einen Schwelle heißt, Schwelle ist wieder Shinweh, eine logische Welle, und hast auch Becken. Jetzt haben wir wieder wir haben doch Kerzen mitgebracht. Da steckt ja schon mit drin. Und Katze ist eine affine Geburt. Aber Katze ist das klassische Wort für Ende. Und wie gesagt, Sof, das als Ende übersetzt wird, heißt eigentlich eine Schwelle. Und jetzt pass auf, wenn du hier an der Mauer kommst, dann ist der Weg zu Ende. Aber du hast, wenn du an eine Schwelle kommst, ist zwar der Weg auch zu Ende, aber in einer Schwelle gibt es einen neuen Raum. Darum ist, betrachte Sof als die Früchte und die Katze. Beides, an einem Baum hast du am Ende, an einem Apfelbaum hast du am Ende, an den Spitzen hast du Blätter am Ende und Früchte. Beides sind Endpunkte. Die Blätter, die sind Katze, das sind Endpunkte. Und das Sof sind auch Endpunkte, aber als Schwellen. Das sind Schwellen. Beides, die Blätter wie die Früchte, fallen von dem Baum ab. Aber die Blätter waren nur Laub. Und die Früchte,
die Soft, die können als Schwelle prinzipiell ein neuer Baum werden. Ja. Wobei ich aber immer wieder mein Beispiel mit dem Kastanienbaum, denk jetzt einmal an einen Kastanienbaum in einer raumzeitlichen Logik, einen großen, irgendwo, wo du kennst in der Gegend, wenn du spazieren gehst, den du vielleicht schon seit 20, 30 Jahren kennst. Aha. Wie viele neue Kastanienbäume sind drumherum gewachsen? Mhm. Deine Logik sagt jetzt, da sind doch Hunderttausende die letzte Kastanien runtergefallen. Samen, einen. Samen ist Überfluss. Samen. Alles, alles lehrt ihr das. Ja. Vom männlichen Samen, beim Samenerguss, ja, ja. Ich kenne diese Beispiele. Ja. Ja. Und ganz, ganz wenig breit ist der Weg der Masse. Ja, ja, das ist so. Und ganz, ganz wenig sind ausgefehlt. Und das Verrückte ist, du musst nochmal zweifeln, ich garantiere jetzt, du Geist, der du mich jetzt hörst, du bist weit weg. Aber ich betone immer wieder, nur der Geist, der mir jetzt zuhört. Nicht nur der Geist, der mir jetzt zuhört. Nicht die Person, in der du jetzt reinsteckst. Ja, schon klar. Klar? Und das ist immer wieder was sehr Eigenartiges. Ich höre jetzt nur einen Geist, weil der, das rote ich, dieses rote ich ist unpersönlich. Und du kannst viele Personen, und wenn du jetzt anfängst, machen die Charaktere rein durch Beobachtung. Kannst du durch dieses Analysieren, kriegst du die ganzen Charaktere mit. Darum wiederhole ich immer wieder, dass jetzt Bekannte sind, wo in deinem Programm, ist ja Programme im Programm, ja, dass du genau einfach beobachten, was das will, das wird er ablehnen, das wird ihn interessieren und der wird sich aufregen drüber, wenn er das hört, ja, weil ja. du einfach nur schaust und das sind Programme, das sind Reaktionssysteme. Dankeschön. Der blaue Mensch. Zum Wohl. Den Geist, den das bewusst wird. Prost. Prost. Trinkspruch. Los. Früher habe ich nur welche gewusst, jetzt weiß ich keine mehr. Freilich. Nicht lang schnocken, Kopf in Noggen. Gut. Ich trinke der Bauer ohne. Im Mai ist er bei der Heuernte nicht mehr dabei. Ich, du mit deinen Trinkspüssen. Da muss ich ja... ja ich hab, der ich Bauer kenn, im Oktober braucht im Winter kein Pullover. Ich kenne bloß Schweinische. Ich kenne nur Schweinische. Ja, die sind ja auch. Den möchte man jetzt mal hören. Ja, ich bin ganz ohr. Der ist zu schmutzig, ich glaube. Ich habe jetzt auch sofort einen. Zu schmutzig gibt's nicht. Gibt's nicht. Du hast deine, du kennst deinen Meister nicht. Du kennst deinen Meister nicht. Ich kann alles perfektionieren. Hallo? Ja, jetzt willst du es aber dringend. Sie beachten jetzt am Bayerischen, ne? Den war ja neugierig und dann. Mach einmal das Gerät aus. Das ist aus. Das ist aus. Du lügst. Ich erzähle den manchmal Sachen, wenn wir spazieren gehen und dann schaut er in sich rein. Boah, der ist stark, der ist stark. Der ist stark. Das ist der Humor, ist wirklich ganz, ganz tief. Da musst du lachen, ne? Und das ist eben die Fähigkeit, dass ich sag, wenn du was hörst und dein Reaktionssystem regt sich auf und du fühlst dich schlecht. Jetzt frage ich dich, wie dumm bist du, wenn du die Fähigkeit hättest, über dasselbe auch zu lachen. Ja. Aber dazu musst du deine Freiheit nutzen. Genau. Und das immer wieder die Symbolik, wo du verstehst, die Tiefe in der Symbolik, wo man sagt, man kann sehr geistreiche Witze machen, aber letztendlich ist alles geistreich. Mein Standardspruch immer wieder, selbst die Bedienungsanleitung hinten auf einer Maggi-Tütensuppe ist. Wenn ich dir das aufhänge, sagst du mir jetzt mal, boah. Die Tüte haben wir auch geredet. Oh. Ja, und ich mache jetzt mal die Auflösung von der Tütensuppe. Geht das in die 5 Minuten oder in was geht es? In SOP? Matschi. Maggi. SOP. Das Licht okay. Ja. Ist doch immer unter die geistige Dupe legen. Aus Versehen. Vergrößert den Moment. Und dann wird dir das immer klarer, der Humor, immer wieder Humor trägt dich über alle Abgründe hinweg und lehrt dich mit dem Leid spielen. Sowieso. Humor. Wenn es nicht boshaft ist, man sagt, das ist die große Kunst.
Und die Bilder sind ja immer nur Metaphern, Vorstellungen. Ja. Jede Kleinigkeit, wo ich jetzt hier immer wieder, wenn wir einen kleinen Kuss machen, über Sexualität, wo ja eine Phase, eine entscheidende Phase des Lebens ist, dass ich immer, du bist das relativ neutral kindlich mit Wertesystem, dann kommt das Pubertät, mein Zungenkussbeispiel, dann kippt es um, dass dich plötzlich hier rein nach der Pubertät ist ein Bestreben da, dass sich zwei Gegensätze verbinden wollen, durchaus auch bei Homosexuellen ist immer wieder zwei Menschen, männlich, weiblich, plus, minus oder wie, will sich verbinden. Und ja, jetzt kommt die dritte Stufe, sind die Wechseljahre. Das ist immer wieder erst, wenn er drüber ist und dann kippt es wieder um. Das ist jetzt dasselbe. Ja. Bloß, dass du jetzt als Geist dich mit deiner Frau verbindest, du wirst die Welt verstehen. Ja. Wenn du wächst, stimmt oder stimmt Ja, wieder. Genau so ist es. Und das ist ich doch absolut. Sehr angenehm. Absolut. Und, das immer, und wenn du mit Anstand, ja, wenn du mit Anstand alt wirst, ist immer wirklich jetzt für einen Jüngern Maske, dass ich immer nur sage, wenn du das siehst, du kannst nie von unten nach oben sehen, aber von oben nach unten. Von oben nach unten. Und die Arroganz, wo du als junger Mensch hast, dass du meinst, hier bei manchen Befehlen mit 20, 22, du hättest irgendwas verstanden. Mhm. Ist ja, man kommt sich so unheimlich gescheit vor. Und ich weiß immer, wenn ich rede beim Zuhören, vielleicht auch schon mal irgendwo gefallen in ein Gespräch, wo hier in Diskussionen, wo ein 20-Jähriger, was er alles weiß, wie toll er ist, und wo ich dann einfach sage, ich weiß, du wirst jetzt das nicht verstehen, ich erzähle es dir trotzdem. Was unterscheidet dich von einem 7-Jährigen? Ich sage zuerst einmal 13 Jahre. Aber jetzt frage ich eine andere Frage. Was weiß ein 7-jähriges Kind von der Welt? Da sagt der 20-Jährige, gerade mit dem Studium, Abitur abgeschlossen oder wie auch immer, ja gar nichts, das ist ein Kind. So, halten wir mal fest, du hast begriffen, dass ein 7-Jähriger nichts von der Welt weiß und du hast 3 bis 13 Jahre älter. Jetzt eigentlich kann man nicht einmal sagen, dass du 13 Jahre mehr Lebenserfahrung hast, weil das eigentliche, in Anführungszeichen, Erwachsenenleben nicht mit 7 beginnt, sondern nach der Pubertät, also so mit 13, 14 als erstes. Das heißt, eigentlich unterscheiden dich von denen keine 13 Jahre, sondern eigentlich bloß 6 oder 7 Jahre, weil die bis zur Pubertät müssen wir ja fast wegrechnen. Aber gut, ich lasse die 13 Jahre stehen. Du hast erkannt, obwohl du 13 Jahre älter bist, dass ein 7-Jähriger nichts weiß. Und ich garantiere dir, wenn du mit Anstand dich im selben Tempo weiterentwickelst, wenn du 33, 35 bist, wirst du das Geschwätz von einem 20-Jährigen so ansehen, wie ein 20-Jähriger das Geschwätz von einem 7-Jährigen ansieht. Ob du das jetzt glaubst oder nicht, das ist so. Ich kann mich erinnern, hier mal, wo ich bei meiner Inge war mit der Elge, da waren die so um die 65 und da zappt man im Fernsehen rum und dann sind ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger, die reden hier und diskutieren und dann kommen auf die Eltern zum Gespräch, auf ihre Mütter zum Gespräch, die so Mitte 40 sind und dass die alten Weiber so verkalkt sind, dass die überhaupt keine Ahnung haben. Und dann sind Elke und ich mit 65, die sagen, ihr dummen Küken, ihr habt da überhaupt keine Ahnung, das geht ja erst mit 60 Jahren. Und jetzt haben wir wieder, du kannst von oben nach unten sehen, aber nur von oben nach oben. Ja. Ist so. Ja, mit 66 fängt das Leben an. Ja. Na, Robert kann sich ja noch freuen. Das war auch immer so, Jugendliche in einer Talkshow, ich mache nur so Zeitgeschichten, wenn du denkst, Jugendliche, wo dann prallt mit 19, 20, weiß nicht, so hunderte oder tausend Frauen er schon gevögelt hat und dann ist im Publikum einer aufgestanden und hat ihn darauf hinweisen wollen, dass er ja gar nicht weiß, was er spricht. Und wie doll, die geilsten Frauen sind die mit 19, irgend sowas ist gefallen. Pass auf, und dann steht der Ältere auf, der wo relativ verwendet, wo dann hier was sagen wollte und sagte, was willst denn du, weißt ja gar nicht, wie das ist, wie geil ein 19-Jähriger ist. Und ich habe dann zu meiner Marion gesagt, der Depp, der hat schon mit einer 19-Jährigen geschlafen, da war der ja noch gar nicht auf der Welt. Aber es ist das oben, du bist so unendlich gescheit und so voller Arroganz. Und auch Weisheit ist eben, wo ich sage, versuch mir deinen Dummkopf zu erklären, dass er Dummkopf ist, weil dann bist du der Dummkopf. Ja. Drum immer wieder, ich rede eh bloß mit einem Geist, aber ich sage, der Humor im Alter, die Weisheit im Alter. Und das ist eben was das eigenartige Rege, was du dir eingestehen musst, wenn du in einer Altersklasse rumschaust. Immer wieder, was ich erkläre. Die Vielheit der Masse von 1 Million Menschen wird ein einziger mit Anstand alt, geistig alternierend und lebendig. Und 999.999 waren Single. Ja. Wir hatten ja gestern hier, war die Anja mit. Wahnsinn. Die ist ja in einem Altenheim, wo sie sagt, wo sie die liebt, ihre Alten und so. Und ich auch immer wieder sage, wenn du den Abstand nicht hast, die sind Single. Ja. Und ob das intellektuell ist, ihr könnt euch grob noch erinnern, Gunter Sachs, Alzheimer. Ja. Die Bild-Zeitung.
Und ich habe erkannt, dass ich vergesslicher war. Und jetzt habe ich mir als Intellektueller, ist es für mich unerträglich, dass ich vergesse. Und darum habe ich mir das Leben genommen. Das spiele ich dir ein, dass wenn du dir Gedanken machst, dass so viel Intellekt wie da ist, ist ein vollkommen in deinem Traum, wenn es den geben sollte, wenn du nicht an ihn denkst, dass das tausendprozentig ein vollkommen geistlose Kreatur ist. Und ich sage, Alzheimer ist ein Segen. Ich genieße, umso mehr du jetzt bist. Da kann ich es vergessen. Okay. Und es ist immer, wenn ich was, ich will was erzählen, und dann schaue ich, verdammt, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Nein, war es nicht wichtig. Dann war es nicht wichtig, verdammt nochmal. Ich habe kein Problem mit dem Loslassen. Dadurch ist alles immer wieder neu und frisch. Jedenfalls ist es besser, das Ding vergessen zu bezahlen, als dass man nachher schüttelt. Das ist genau die Sätze. Und man ist immer wieder beim Schauen, man kriegt es so mit, das Moral. Moral, das Moral. Du wirst doch jetzt zum Schmutzigen hören. Ich mache nicht schmutzig. Ja, ich mache Marion, ausgerechnet Marion. Aber ich erzähle es dem Andreas, aber Andreas kennt er die bestimmt. Ich muss immer wieder, müsste mal sagen, weil ich so oft was erzähle und wiederholen du. Eine ganz einfache Frage: Worin liegt der Unterschied? Ich mache zwei, der hat zwei Teile. Bei Kinofilmen nennt man das Sequel, einen zweiten Teil. Andreas, worin liegt der Unterschied, ob du von einer weißen Frau oder von einer schwarzen Frau einen geblasen bekommst? Kennst du den schon? Das ist ein Riesenunterschied. Ob eine weiße Frau oder eine schwarze Frau hier dir praktisch einen bläst, wie man das nennt. Also pass auf, ich lass dir sagen, wenn eine weiße Frau das bei dir macht, dann macht die das aus Liebe. Eine schwarze Frau hat Hunger. Oh Gott, Scheiße, die beißt rein. Das ist ein dritter, das ist ein dritter Weltwitz. Jetzt pass auf, der zweite Teil. Wir haben hier einen zweiten Teil. Ich weiß jetzt nicht, wofür ich mich entscheide. Fortsetzung, der zweite Teil. Also wir machen jetzt einen zweiten Teil zu diesem ersten Teil. Andere wechseln die Szene. Zwei Samenfädchen schwimmen um die Wette. Die streiten. Die wissen ja, da gibt es ein Ziel. Das eine sagt, ich war ein Pfarrer. Nein, ich war ein Wissenschaftler. Ich war ein Pfarrer. Nein, ich bin der Erste. Ich war ein Wissenschaftler. Nein, ich war ein Pfarrer. Und streiten und immer vor ihnen hin. Plötzlich kommt von hinten mit einem riesen Karacho ein Zimmelbrösel dahergeflogen und sagt beim Vorbeifliegen, ihr zwei Deppen, ihr seid in der Speiseröhre. Zweiter Tag. Da ist aber was verkehrt gelaufen. Du nimmst das aber aus. Ich sage jetzt, der zweite Teil war zum besten Teil. Das muss ich mir vorstellen. Schon, es ist immer wieder. Und jetzt denk dir, du hast ein Spießerprogramm und du sitzt und du nimmst so was Unanständiges. Und der soll der Menschensohn sein? In Eimener hatte ich ja mal hier, wo hier, ihr kennt vielleicht den Vortrag in Eimener, wo hier du 80% Spießer, das hast du in den Gesichtern schon gesehen, die haben gehört, der ist und so. Und dann habe ich mich näher, darum sage ich, ich muss das nochmal haben. Aber was jetzt immer das Entscheidende ist, dass hier schon ich gemerkt habe und dann ganz langsam genähert und am Schluss, ihr wisst ja von den Vorträgen, wie das dann oft mit Lachen abgeht, wo dann natürlich meine Stimme extrem schwach wird. Und wo ich da einmal am Schluss, am dritten Tag, habe ich dann richtige Kracher erzählt. Und die haben fast keine Luft mehr gekriegt. Und dann habe ich plötzlich geschrien, Stopp! Und dann sind sie erschrocken, habe ich gesagt, so, und jetzt, wenn ich das, was ich die letzten 5 Minuten gesprochen habe, wo ihr offensichtlich euch amüsiert, dass ihr fast keine Luft mehr kriegt, wenn ich genau das die ersten 5 Minuten gesagt hätte, dann wären über 80% von euch aufgestanden und hätten gesagt, was ist mit euch in 3 Tagen passiert, dass ihr über dasselbe so herzhaft dachten könnt? Ihr seid etwas lockerer geworden. Und das musst du immer wieder trainieren. Wenn du merkst, du reagierst negativ, ist es einseitig, du könntest über dasselbe auch lachen. Ja. Aber dazu musst du dein Werteprogramm verändern. Richtig. Und immer wieder, egal welchen Film du schaust, Filme haben keine Qualität. Ein Film läuft oder er läuft nicht. Und es gibt jetzt wieder normal gesprochen keinen Film, den ich dir zeige, wo ich dir nicht Leute bringe, die den super finden oder scheiße finden. Die Qualität liegt nicht im Film. Er ist ganz neutral. Qualität entsteht durch das einseitige Werden- und Interpretationssystem des Zuschauers. Und jetzt ist es, in dir läuft ein Film, das ist das Leben, das du zurzeit durchlebst.
und du hast dein einseitiges Wertesystem. Mhm. Und wenn du meinst, dein jetziges Leben, dein jetziges ist schlecht, wenn du den Film verändern willst, die Qualität musst du einfach nur dein Wertesystem verändern, weil im Film kannst du nichts verändern. Das ist so. Das ist die menschliche Freiheit. Das ist die menschliche Freiheit. So. Ja. Die wollt immer den Film verändern, aber niemals was an eurem Wertesystem. Ja. Das funktioniert nicht. Ja. Die Freiheit bezieht sich auf euren Erweitern, auf so vollkommen eures Wertesystems. Mhm. Dass alles, was du bisher als Kreis gesehen hast, du auch als Dreieck sehen kannst, wenn du weißt, dass das ein Kegel ist, eine Welle ist, KGL. Mhm. Du kannst alles, was für dich bisher Dreieck, du wisst meine gut-böse Symbolik, kannst du auch als Kreis sehen, wenn ich weiß, was das ist. Und solange ich immer wieder, auch das gilt für Gesundheit, für Krankheit, für Krieg und Frieden, diese vielen Sachen, das ist nur Symbole sind. Mhm. Mein Krieg ist der Bauer, der im Feld umackert. Mhm. Ihr wisst, mein Japan-Deutschland-Nachkriegsgeschichte. Und du wirst meinen, das gilt für alles. Jetzt wirst du Geist. Jetzt siehst du durch die Dinge hindurch und verstehst den geistigen Sinn. Mhm. Drum ist es da. Mhm.